bringt diesen neunjährigen Diamond-Nachkommen. Sehr, sehr vermögenden Springer. Blood Diamond Dupont. Ganz interessant. Mit dem hat er bisher eigentlich eher so 1,35er, 1,40er Runden in der letzten Zeit bisher gelegt. Und ich glaube, das ist einer der wenigen 1,50er Runden, die die beiden absolviert haben. Also der Blick jetzt so ein bisschen von Julien Anquetin war, dass er Blood Diamond Dupont hier so ein bisschen fast wie ins kalte Wasser geworfen hat. Deshalb ist die Freude auch so riesengroß, dass nämlich hier sein Partner diesen anspruchsvollen